angesagt ist in Band der Welt. Kiss! Eine große Band wird immer durch ihren Frontmann definiert. Ikonisch, charismatisch, egoistisch. Sie sind selten bereit, das Rampenlicht zu teilen. Aber die Leadsänger von Kiss, Gene Simmons und Paul Stanley, sind anders. Hallo Australien, hier ist Gene Simmons von Kiss und ich möchte euch gerne vorstellen. Paul Stanley von Kiss. Ich habe noch nie in einer Band zwei echte Frontmänner gesehen. Das war wirklich einzigartig. Eine Band mit zwei Frontmännern, die gleichberechtigt sind. Diese beiden Jungs hatten einfach das gewisse Etwas. Irgendwie teilen sie sich die Bühne und wurden zu einer der größten Performance-Bands der Rockgeschichte. Gene fliegt in die Luft und spuckt Blut. Das ist eine Riesenshow. Wir wollten uns und Dinge in die Luft jagen, eine Show bieten. Ich habe nie eine schlechte Kiss-Show gesehen. Was für ein Leben. Ihr schwieriger Werdegang war ihre gemeinsame Stärke. Als Gene 6,5 war, verließ ihn sein Vater. Paul zog sein Haar zurück und er hatte kein Ohr. Gemeinsam schufen sie zwei Superheldenfiguren, das Starchild und den Demon, um die Welt zu erobern. Wenn sie ihre Kostüme anziehen, werden sie zu diesen Superhelden. Dies ist die Geschichte der beiden Frontmänner Gene Simmons und Paul Stanley, erzählt von denen, die sie am besten kennen. Paul und ich erkannten ineinander den absolut brennenden Wunsch, ein Rockstar zu sein. Ich habe mit Gene zusammengearbeitet und er war immer super professionell. Er gab mir das Gefühl, seine Tochter zu sein. Eines Abends rief mich Gene an und sagte, es geht nicht, es würde Paul verärgern. September 1983. MTV Studios, New York City. Die Frontmänner Gene Simmons und Paul Stanley standen in den letzten 10 Jahren gemeinsam als Leadsänger der Multi-Platin-Band Kiss im Rampenlicht. Doch in letzter Zeit sind ihre Verkaufszahlen stark gesunken. Die Fangemeinde hatte sie schon aufgegeben. Sie waren an einem absoluten Tiefpunkt. Sie mussten wirklich etwas tun oder einfach aufhören, ihre Zelte abbrechen und ihre Karriere beenden. Der 34-jährige Gene Simmons und der 31-jährige Paul Stanley haben ihre gesamte Karriere damit verbracht, sich hinter der Maske ihrer einzigartigen Bühnenfiguren zu verstecken. Paul war der Typ mit dem offenen Hemd, der haarigen Brust, dem Stern auf dem Auge, der sexy Frontman. Und Gene war der Dämon. Aber jetzt müssen sie etwas Radikales tun, um wieder an die Spitze zu kommen. Sie konnten nur noch eine Karte spielen, sich abschminken und den Leuten zeigen, wer sie wirklich sind. Sie inszenierten auf MTV ein TV-Special, wo sie zum ersten Mal ungeschminkt auftraten. Doch das Aufgeben des Make-ups und ihrer Charaktere hat seinen Preis. Hinter der Bühne bereiten sie sich darauf vor, sich vor dem MTV-Publikum zu demaskieren. Niemand wusste, wer sie waren, wie sie redeten. Niemand kannte ihre wahren Identitäten. Das war jetzt eine ganz andere Sache. Dies ist ein wirklich großer Moment. Nach 10 Jahren werden wir heute Abend exklusiv hier auf MTV zum allerersten Mal Kiss ungeschminkt sehen. Paul Stanley genießt es, seine Verkleidung abzulegen. Er wollte psychologisch gesehen, dass die Leute wissen, wie der größte Künstler der Welt aussieht. Aber für Gene ist das etwas anderes. Gene war der blutspuckende, feuerspeiende Dämon. Plötzlich entfernt man das Make-up und das Kostüm und da steht nur noch ein Typ, der nicht recht weiß, wie er sich verhalten soll, wie er sich anziehen soll, wie er sich bewegen soll. Als MTV das erste unmaskierte Video der Band Lick It Up abspielt, wird klar, dass die beiden Frontmänner sehr unterschiedlich über die Preisgabe ihrer wahren Identität denken. Im Musikvideo zu Lick It Up kann man sehen, dass Paul sich in dieser Rolle sehr wohl fühlt. Aber Gene hat einmal gesagt, er sehe aus wie ein Footballspieler in einem Ballettröckchen. Und er fühlt sich in dieser Rolle sehr unwohl.
uncomfortable in this role. Aber komme, was wolle, das Einzige, das Kiss immer zusammengehalten hat, ist die Beziehung zwischen den beiden Frontmännern. Wie haben die beiden egozentrischen Rockstars Gene Simmons und Paul Stanley diese außergewöhnliche Beziehung etabliert? Die Antwort liegt vielleicht in ihrer Kindheit. Am 25. August 1949 wurde Chaim Witz, das Baby, aus dem später Gene Simmons werden sollte, in der Stadt Haifa in Israel geboren. Das einzige Kind der ungarisch-jüdischen Einwanderer Flora und Feri. Inmitten des anhaltenden arabisch-israelischen Konflikts arbeitete sein Vater als Zimmermann, während Gene von seiner Mutter, einer Holocaust-Überlebenden, betreut wurde. Sie war viele Jahre in Konzentrationslagern. Und diese Überlebensmentalität mit dem Schicksal einer Familie, die den Holocaust nicht überlebt hat, das hatte einen großen Einfluss auf Gene. Er stand seiner Mutter sehr nahe, aber er wusste, was sie durchgemacht hatte und dass sie Angst vor dem hatte, was da draußen war. Als Kleinkind erkrankte Gene an Polio. Er war so krank, dass seine Eltern befürchteten, er könnte sterben. Mit 3 Jahren erkrankte Gene an Polio und er verlor unterhalb der Taille seine Körperfunktion. Während Gene mit dem Poliovirus kämpft, begann am 20. Januar 1952 in New York die Geschichte seines späteren Co-Frontmanns Paul Stanley. Geboren als Stanley Bird Eisen, war er das zweite Kind von William, einem Möbelverkäufer, und Eva, einer Lehrerin und Krankenschwester. Beide Zweige von Paul Stanleys Familie waren jüdische Einwanderer aus Osteuropa und zogen vor dem Zweiten Weltkrieg nach New York City. Schon von Geburt an hatte der junge Paul Stanley mit einem körperlichen Problem zu kämpfen. Als Kind fühlte er sich sehr isoliert und ausgegrenzt. Er hatte das Gefühl, nicht dazu zu gehören, weil er mit dieser Krankheit geboren wurde. Paul hatte eine Fehlbildung am rechten Ohr, die als Mikrotie bekannt ist, und ihn auf der rechten Seite taub werden ließ. Auf der rechten Seite seines Kopfes gab es kein Ohr. Er hatte nur ein Ohr, also hörte er auch nur mit einem Ohr. Die Fachleute sagten den Eltern, dass man nichts tun könne, um das Problem zu beheben. Paul wurde oft verspottet. Andere Kinder nannten ihn das einohrige Monster und starrten ihn ständig an. Man ist von einem großen Teil der Welt abgeschnitten. Und das in einer Zeit, in der man so viel wie möglich erfahren und seine sozialen Fähigkeiten entwickeln will. Paul sagte, dass er den Lone Ranger liebt. Und er ist, wie schon sein Name sagt, allein. Es gibt niemanden sonst. In Israel hatte Gene den Poliovirus unbeschadet überstanden. Aber das Familienleben war schwierig geworden. Gene hatte ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter. Aber sein Vater war nicht oft da. Aber dennoch erinnert er sich an ihn als eine sehr große, mächtige Figur. Seine Eltern stritten sich ständig, bis sein Vater Feri das Haus verließ und nach Tel Aviv zog, als Gene 6 Jahre alt war. Doch als sich seine Mutter Flora um eine Versöhnung bemühte, war klar, dass sein Vater nicht die Absicht hatte, wieder nach Hause zu kommen. Seine Mutter entdeckte, dass sein Vater eine Affäre hatte. Und Gene musste das alles mit ansehen. Das war das Letzte, was er von ihm mitbekam. Kurz darauf fasste seine Mutter den Entschluss, mit dem 8-jährigen Gene zu einem neuen Leben in Amerika aufzubrechen. Gene sprach in einem Interview im Jahr 2014 über das Trauma, als sein Vater seine Mutter verließ. Was habe ich denn getan? Ich war ein guter Junge. Ich war gut in der Schule. Warum hat mein Vater mich verlassen? Ich konnte es nicht begreifen. Er war die Stütze der Familie. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Meine Mutter war 14 Jahre alt, als sie in die Lager von Nazi-Deutschland verschleppt wurde. Und so wollte ich meine Mutter nie so verletzen, wie es mein Vater tat.
Sie emigrierten aus Israel und gingen direkt nach Queens, New York, wo sie Verwandte hatten. In den 1950er Jahren war Queens eine sehr dicht besiedelte, multikulturelle Enklave. Es war ein Ort, an den viele neue Amerikaner zogen. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich überwältigend war. Vor allem, weil er nicht einmal die Sprache sprach. Es schien ein Ort zu sein, an dem alles möglich war, aber wo er sich auch extrem fremd fühlte. Als einer der zukünftigen Frontmänner der Band Kiss entdeckte Gene Simmons die neue Welt um sich herum. Der andere spätere Bandkopf, Paul Stanley, lebte nun ebenfalls in Queens. Aber er hatte Schwierigkeiten, sich in der Schule einzufügen. Ich glaube, Paul wurde oft schikaniert. Er hatte es schwer, Freunde zu finden. Ständig wurde er beschuldigt, nicht aufgepasst zu haben, obwohl er den Lehrer einfach nicht hören konnte. Das war der erste Hinweis darauf, dass Paul eine vielleicht nicht so glorreiche Kindheit hatte. Auch das Leben zu Hause in New York war für Paul einsam und schwierig. Er hatte eine Schwester mit einer schweren Geisteskrankheit, die sich oft in psychiatrischen Kliniken aufhielt. Daher waren seine Eltern mehr mit seiner Schwester beschäftigt und vernachlässigten ihn. Laut Paul wurde seine Schwester Julia einer Elektroschocktherapie unterzogen, die sie verstört und manchmal gewalttätig werden ließ. Er erzählt eine Geschichte über seine Schwester, die ihn mit einem Hammer durch das ganze Haus jagt. Er schließt sich in einem Zimmer ein und hört, wie sie mit dem Hammer auf der Tür einhackt und hofft, dass sie nicht durchbricht. So wie er sich draußen in der Welt nicht sicher fühlte, fühlte er sich auch in seinem eigenen Zuhause nicht sicher. In einem Interview im März 2014 sprach Paul über die Schwierigkeiten in seiner Kindheit. Die Karten, die ich auf die Hand bekommen hatte, waren nicht besonders gut. Ich wurde auf einer Seite taub geboren, hatte kein rechtes Ohr und wuchs in einer nicht optimalen Situation zu Hause auf, in einer nicht sehr unterstützenden Familie. Und ich glaubte, dass berühmt zu werden meine Eintrittskarte zum Glück sein würde. Während Paul verzweifelt nach einem Weg suchte, seiner schwierigen Kindheit zu entkommen, hatte der junge Gene bereits einen Weg gefunden. Er hatte Comics entdeckt. Ich wusste nur, dass ein Typ durch die Luft fliegen konnte. Was ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte. Dieser Typ mit der Fledermaus, was ist das denn? Und ich wurde süchtig. Superhelden sind in gewisser Weise jenseits des Menschlichen. Sie sind mächtig, sie sind robust. Und Gene war irgendwie anders als alle um ihn herum. Deshalb hat ihn das so angezogen. Er hat sich in dieser Identität festgebissen. Sowohl Gene als auch Paul lebten als Einzelgänger und Außenseiter. Und während Gene sich in die Welt der Superhelden flüchtete, wurde Pauls Leidenschaft die Musik. Er fühlte sich ausgegrenzt. Er hatte nie das Gefühl, dass er dazugehört. So war die Musik für ihn eine Form der Flucht. Obwohl er in der Schule Schwierigkeiten hatte, gab ihm seine Liebe zur Musik das Selbstvertrauen, dem Schulchor beizutreten. Er hat im Chor gesungen, aber er hat nicht versucht, sich um Soli oder irgendeine große Rolle zu bewerben. Er hat sich in seiner Haut noch nicht so wohl gefühlt. Dennoch war dies sehr wichtig für seine Entwicklung. Er begann, Musik zu lieben und sie als eine Bewältigungsstrategie zu sehen. Und für die zukünftigen Frontmänner der Band Kiss sollte ein Ereignis ihre beiden Leben für immer verändern. Am 9. Februar 1964 waren sie genauso geplättet wie ich, als die Beatles zum ersten Mal bei Ed Sullivan auftraten. Meine Damen und Herren, die Beatles. Das war wie ein Erdbeben. Es gibt wirklich ein Vorher und ein Nachher. Vor den Beatles und nach den Beatles. Es war einfach so ein Ereignis. Es war lebensverändernd. Ich habe ausschließlich englische Musik verehrt. Von den Anfängen über Liverpool bis hin zur nächsten Generation großer Rockbands. Britische Bands haben die Stimme mit dem Herzen verbunden. Connected the voice to the heart. Wie Millionen anderer Kinder hatten sie beide das gleiche Ziel. Gene Simmons und Paul Stanley sahen die gleiche Show wie ich und wir beschlossen, dass wir auch so leben wollen. Wir wollen berühmt sein.
Innerhalb einer Woche, nachdem er die Beatles gesehen hatte, besorgte sich Gene eine elektrische Gitarre und gründete mit zwei gleichgesinnten Freunden eine Band namens The Lynx. Gene gefiel die Tatsache, dass diese Gruppen junge Mädchen anzogen. Young girls. And it didn't matter. Und es spielte keine Rolle, wie attraktiv die Jungs waren. In these groups. Die Mädchen liebten sie einfach. Während Gene die Aufmerksamkeit der Mädchen genoss, hatten Pauls Chorfreunde ein gewisses Potenzial in dem zukünftigen Frontmann entdeckt. Sie schlugen ihm vor, Leadsänger ihrer Band Post-War Baby Boom zu werden. Er gewann an Selbstvertrauen, ließ sich die Haare lang wachsen, um sein Ohr zu bedecken, und fand wirklich zu sich selbst. Paul wurde selbstbewusster und erntete Lob für seine Auftritte. Er begann auch erstes Geld mit dem Verkauf von Songkompositionen an Verlage zu verdienen. Binky Phillips war dabei, als Paul sich von einem schüchternen und einsamen Teenager zu einem zukünftigen Rockstar entwickelte. Stan Eisen, den späteren Paul Stanley, lernte ich in der Highschool kennen. Wir hatten beide Gibson-Gitarrenkoffer. Wir fanden ein leeres Klassenzimmer und öffneten sie, um uns die Gitarren zu zeigen. Von diesem Zeitpunkt an waren wir Freunde. Paul war etwas klotzig. Er hatte einen Prinz-Eisenherz-Haarschnitt und sah ein bisschen nerdig aus. Ich glaube, wir erkannten beide in dem anderen den absolut brennenden Wunsch, ein Rockstar zu sein. Rockstar. 1970, New York City. Obwohl auch Gene den brennenden Wunsch hatte, ein Rockstar zu werden, versprach er seiner Mutter, Theologie zu studieren. Als Gene vorhatte, ernsthaft Musik zu machen, unterstützte ihn seine Mutter dabei. Aber sie wollte sicherstellen, dass er einen Plan B hatte. Genes Mutter glaubte an den amerikanischen Traum. Aber sie hatte ihrem Sohn auch beigebracht, dass er hart arbeiten muss, um ihn zu erreichen. Also traf er eine Abmachung mit seiner Mutter. Kein Alkohol, keine Zigaretten, respektvoll sein, einen Job finden. Und Gene nahm eine Vielzahl von Jobs an. Eine Zeit lang war er Taxifahrer, er war Lehrer, er arbeitete auch bei der Vogue. Er nahm jede Art von Teilzeitjob an, den er bekommen konnte. Nach dem, was seiner Familie widerfahren war, wusste er zu Genüge, dass man in der Lage sein muss, auf sich selbst aufzupassen und sich um seine Lieben zu kümmern. Und das wollte er nicht auf der Strecke lassen, nur weil er ein Leben als Rockstar anstrebte. Wenn Gene gerade nicht arbeitete, versuchte auch er, Songs zu schreiben. 1970 gründete sein Freund Stephen Coronel eine Band und fragte Gene, ob er mitmachen wolle. Er machte ihn so mit einem anderen angehenden Sänger und Songschreiber, Paul Stanley, bekannt. Dieses Treffen führte zu einer Partnerschaft, die die Musikwelt für immer verändern sollte. Aber anfangs hat es nicht harmoniert. Als Paul Gene zum ersten Mal begegnete, hielt er ihn für eingebildet und nicht für jemanden, mit dem er sich eine Zusammenarbeit vorstellen konnte. Paul fand Gene zuerst sehr arrogant. Er ärgerte sich, dass Gene mit ihm von oben herab sprach. Gene dachte, er sei der Einzige, der gute Songs schreibt. Und Paul dachte, er sei der Einzige. Nach diesem unmittelbaren Zusammenprall der Egos gingen die zukünftigen Frontmänner getrennte Wege. Sie ahnten nicht, dass sie schon bald ihre Egos beiseite schieben und zu einer der größten Rockbands der Welt werden sollten. Gene und Paul, what unites them? Was Gene und Paul verbindet, ist, dass sie sich beide immer als Außenseiter gefühlt haben. Gene ist ein Einwanderer aus einer Familie, die im Holocaust praktisch ausgelöscht wurde. Und Paul, der mit seiner Fehlbildung am Ohr nie das Gefühl hatte, ein Zuhause zu haben und sich nie in seiner eigenen Haut wohlfühlte. Doch durch diese Isolierung haben beide ihre Identität gefunden. Ihre ähnlichen Erfahrungen mit Ablehnung und Verlust geben ihnen ein gemeinsames Ziel. Sie hatten beide die gleiche innere Entschlossenheit zu sagen: Das ist, was ich sein will. Das ist, wer ich sein werde. Trotz seiner anfänglichen Zweifel bittet Gene Paul, auf dem Demo seiner Band Wicked Lester mitzuspielen.
Paul hat sicher gedacht, naja, er ist ein ziemlicher Idiot. Aber er erkannte auch, dass Jean viel Talent hatte und dass sie auf der gleichen Wellenlänge waren. Die Chemie zwischen ihnen, als sie gemeinsam Songs schrieben, war früh offensichtlich. Paul beschließt, Jeans aufstrebender Band beizutreten und schon bald verbringen die beiden ihre gesamte Freizeit miteinander, schreiben Songs und proben im Haus von Jeans Mutter. Paul erzählte einmal diese lustige Geschichte, wie er zu einer Probe ins Haus kam und Jeans Mutter an die Tür kam und sagte, der König ist auf dem Thron. Das bedeutete, dass Jean im Badezimmer war. Ich fand das immer sehr niedlich. Jean und Paul verpflichten den Schlagzeuger Tony Zarella. Und Wicked Lester beginnen in einem Studio in der Canal Street in Manhattan zu proben. Tony erinnert sich noch gut an diese Zeit. Das ist das ursprüngliche Gebäude, in dem Wicked Lester jeden Tag und jede Nacht geprobt haben. Wir waren alle jung, in unseren 20ern. Es war eine sehr gute Zeit. Da drüben haben wir oft gegessen bei dem Chinesen. Angetrieben von seinem Glauben an die Band, überredet Paul den Produzenten Ron Johnson, Wicked Lester kostenlose Aufnahmezeit in Jimi Hendrix' berühmten Electric Lady Studios zu gewähren. Die einmaligen Electric Lady Studios. Ron Johnson, der Produzent, brachte uns her und schloss mit uns einen Deal ab, bei dem wir abends aufnahmen, wenn das Studio leer stand. Das Demo reicht aus, um Epic Records zu überzeugen, ein Wicked Lester-Album zu finanzieren. Das könnte der große Durchbruch sein. Doch das Label hat eine Bedingung. Wir hatten einen Gitarristen, der ein Freund von Paul war, Steve Coronel. Und die Plattenfirma mochte seine Art zu spielen nicht. Also schlugen sie uns vor, einen neuen Lead-Gitarristen zu finden. Sonst würde nichts aus dem Vertrag. Es ist Jean, der ihrem Freund Steve die Nachricht überbringt, dass er aus der Band fliegt. Sie wollten erfolgreich sein und sie würden alles dafür tun, erfolgreich zu werden. Jean und Paul sind so sehr auf ihren eigenen Erfolg fixiert, dass sie nicht nur bereit sind, ihren Freund zu feuern, sondern unglaublicherweise auch ihre Plattenfirma. Sie waren bei einem Major-Label unter Vertrag und nahmen eine Platte mit dieser Band Wicked Lester auf. Und kurz vor der Veröffentlichung spürten sie, dass es nicht das Richtige war, nicht das, was sie wirklich machen wollten. Es war ein unglaublich mutiger Schritt zu sagen, wir wollen nicht, dass diese Platte herauskommt. Der Weitblick und die Vision zu sagen, ich fühle mich nicht wirklich gut dabei, das sind nicht wir, das ist nicht das, was wir wirklich sein wollen, ist für mich bemerkenswert. Aber habt ihr nicht in einer anderen Band angefangen, du und Jean, bevor... Ja, aber das ganze Konzept dieser Band war eigentlich darauf ausgerichtet, sie zu dem zu machen, was sie nun geworden ist. Paul und Jean haben Wicked Lester also aufgegeben. Ein frühes Zeichen der Stärke ihrer Zusammenarbeit und ihrer Entschlossenheit. Für Jean und Paul gab es von Anfang an die Vision, etwas anderes zu machen. Sie wollten die Band sein, die sie nie gesehen haben. Und inzwischen haben sie sich auch Rockstar-Namen gegeben. Paul Stanley war Stanley Eisen und Jean Simmons war Chaim Weiss. Sie hatten diese Vorstellung davon, was es bedeutet, ein Rockstar zu sein. Und ein, ich zitiere, ausländisch klingender Name war etwas, das sie als Hindernis empfanden. Sie sagten sich, du kannst kein Rockstar sein, wenn du Chaim heißt. Um ihre Rockstar-Träume wahr werden zu lassen, brauchen sie auch einen Geschäftsplan. Aber sie waren sich der Tatsache bewusst, dass dies das Musikgeschäft ist. Du bist ein Name, eine Marke. Paul war sehr gesellig und hatte eine Menge Ideen. Jean war sehr technisch und eher geschäftsorientiert, sodass die beiden eine gute Partnerschaft bildeten. Ich kenne Kiss seit den frühen 70ern, also seit etwa 50 Jahren. Jean ist sich der finanziellen Seite sehr bewusst. Es geht nicht nur um den Spaß, in einer Rockband zu sein. Und Jean und Pauls gemeinsame Vision und ihr Fokus auf das Geschäft ist nicht das Einzige, was zwischen den beiden Frontmännern übereinstimmt. Beide Jungs hatten einzigartige, großartige Stimmen. Paul hatte eher eine höhere Popstimme, während Jean eine mehr basslastige, dunkle Stimmfarbe hatte.
Die Kombination der beiden Stimmen erzeugt einen rauen Heavy-Rock-Sound, der sie einzigartig macht. Diese beiden Jungs hatten einfach das gewisse Etwas. Die beiden Frontmänner mögen zwar den Star-Faktor haben, aber sie brauchen trotzdem eine Band um sich herum. Peter Criss gab eine Anzeige auf, in der stand: Schlagzeuger, der bereit ist, alles zu tun, um es zu schaffen. Und Gene und Paul haben darauf geantwortet. Und er war der Erste in der Band. Nachdem Peter Criss als Schlagzeuger an Bord war, ließen sie als Nächstes den Leadgitarristen Paul Ace Frehley vorspielen. Paul rief mich an und sagte: Hör mal, ich glaube, wir haben den Richtigen gefunden. Würdest du vorbeikommen und Gene und mich wissen lassen, was du denkst? Wir sind hier in Manhattan, in der East 23rd Street. Ich kam an, ich fuhr mit dem alten Aufzug in den vierten Stock, klopfte an die Tür und Paul öffnete. Ich betrat diesen sehr muffigen, kleinen Raum. Da schlenderte so ein Typ mit einem roten und einem orangenen Turnschuh rein. Er sagte nur: Ja, hey. Und er holte eine Gitarre raus. Paul sagte: Wir spielen Deuce, Strata und Firehouse. Und plötzlich dachte ich nur: Scheiße, das ist gut. Die Band ist also durch und Paul sagt: Binky, komm her, ich muss draußen mit dir reden. Also, was denkst du? Und ich antwortete ihm: Ich glaube, das ist euer Mann. Paul und Gene haben endlich die Besetzung, von der sie glauben, dass sie ihre Vision erfüllen wird. Und was am wichtigsten ist, sie haben gemeinsam die Kontrolle. Paul und Gene dachten immer, dass sie so etwas wie die Anführer von KISS sein würden. Und dass sie die Entscheidungen treffen würden. Und so ist es Paul, der den Namen KISS vorschlägt. Ich fand, das war ein toller Name. KISS, ein Kuss ist etwas Süßes, Zartes und Romantisches. Und sie waren nichts davon. KISS ist eines der schönsten Wörter, die man sich vorstellen kann. Und doch ist es sehr sexuell. Sie haben vielleicht einen tollen Namen, aber irgendwie müssen sie nun auch wahrgenommen werden. Und im New York City der 1970er Jahre mangelt es ihnen nicht an Inspiration. Sie schauten sich jemanden wie Alice Cooper an und sagten: Wow, tolle Songs, tolle Band, coole Show. Aber lasst uns noch einen Schritt weitergehen. Aber es ist eine andere Band, die Make-up trägt und ihre Fantasie wirklich anregt. Die New York Dolls waren 1972 eine absolute Offenbarung. Jeder Typ in jeder Band in New York City wollte ein New York Doll sein, auch Gene und Paul. Gene und Paul beschließen, dass Make-up der Weg ist, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber ihr erster Versuch läuft nicht gut. Die Dolls waren alle dünne, kleine Kerle mit großen Nasen und verrückten Haaren. Die konnten das durchziehen. Aber Gene Simmons mit Eyeliner sah aus wie ein Footballspieler. Das machte überhaupt keinen Sinn. Paul war der Einzige, der das irgendwie hätte machen können. Also schmieden die Frontmänner einen noch radikaleren Plan. Sie konnten nicht mithalten beim Versuch, besser auszusehen als die Dolls. Aber was sie tun konnten, war das Gegenteil. Wie Monster auszusehen, weil das sonst niemand tat. Die Idee, Monster zu erschaffen, führt bald zur Kreation von Figuren im Stil von Superhelden. Gene hat darüber gesprochen, dass er vom Kabuki-Look japanischer Theaterschauspieler beeinflusst wurde. Aber ich glaube, Gene hat sich auch von amerikanischen Comics beeinflussen lassen. Ich erinnere mich, dass Paul mich anrief und sagte: Wir werden so eine Art Kabuki-Make-up tragen und jeder von uns spielt eine andere Rolle. Und ich sagte: Hey, das klingt toll. Aber ich dachte eigentlich: Hey, was machst du denn? Das ist doch bescheuert. Sie hatten eine Vision. Paul hält es einfach. Er malt einen schwarzen Stern auf ein weißes Gesicht. Die Botschaft ist klar. Paul Stanley, ein sehr schüchterner, zurückhaltender Mensch, will auf der Bühne der Anführer sein. Ich werde der Rockstar sein, das Sternkind. Gene lässt sich von seiner kindlichen Besessenheit für Comics und das Fernsehen inspirieren und wird so zum Demon. Gene hatte eine große Vorliebe für Horrorfilme und Lon Chaney. Er beschloss, die dämonischste Figur zu spielen, die er sich ausdenken konnte. Es ist erstaunlich, was ein bisschen Make-up, die Frisur und ein Kostüm bewirken können. Aber ich glaube wirklich, dass es ihre Persönlichkeit verändert. Wenn sie ihre Kostüme anziehen, werden sie zu diesen Figuren. Größer als sie selbst. Sie werden zu diesen Superhelden.
Ich denke, dass Gene eigentlich niemand ist, der wirklich selbstbewusst ist. Aber wenn er sein Make-up aufsetzt, ist er unantastbar. Das ermöglichte es ihm, diese unbesiegbare Person zu sein, quasi ein Superheld. Gene und Paul haben die Charaktere und Masken geschaffen, hinter denen sie sich verstecken können. Sie überreden die neuen Bandmitglieder, das Gleiche zu tun. Ace Frehley war auch immer sehr trippig. Er glaubte an Außerirdische und dass er aus dem All käme. Ich werde ein Weltraummann sein. Peter Criss liebte Katzen. Ich werde die trommelnde Katze sein. Ich weiß noch, dass ich zweifelte, ob das funktionieren kann. Das ist irgendwie kitschig. Ich lag damit so dermaßen falsch. Wir lernten uns alle vier kennen, als wir die Straße entlang gingen und die gleichen Klamotten trugen. Also sagten wir, lasst uns eine Band gründen. Jetzt ist Kiss bereit, auf die Welt losgelassen zu werden. Gene überredet den Popcorn Club, der später als Coventry Club in Queens bekannt wird, sie für 3 Abende zu buchen. Dieses medizinische Gebäude hieß in den frühen 1970er Jahren The Popcorn Club. Und das war der erste Ort, an dem Kiss live gespielt haben. Schon bei ihrem ersten Auftritt wird deutlich, dass Paul und Gene gerne gemeinsam vorn auf der Bühne stehen. Ich glaube nicht, dass sie sich hingesetzt und gesagt haben, lass uns 2 Frontmänner sein. Hey, du machst das und ich mach das hier, also sind wir 2 Frontmänner. Es hat sich einfach so ergeben. Ich mach mein Ding, du machst dein Ding und das wird funktionieren. Ich glaube, die Leute haben sofort akzeptiert, dass es sich um eine Band mit 2 Leadsängern handelt. Gene Simmons ist derjenige, der während des Songs Firehouse Feuer spuckt. Und Paul ist derjenige, der redet. Paul hat zwischen den Songs geplappert, also war er eher der typische Frontman. Gene hingegen war dieser Dämon. Jeder hat eine sehr lebhafte Fantasie. Man bekommt, was man sieht und sieht, was man bekommt. Aber das bedeutet eigentlich gar nichts. Ja, aber was genau sind Sie? Was sind Sie? Was bin ich? Ich weiß es nicht. Was bin ich? In Ordnung, Paul. Der Stern über dem Auge, hat er eine Bedeutung? Ja, nun, ich mag Sterne. Und ich mag es, mich zu verkleiden. Und das hier ist etwas, das ich in den Regalen im Laden um die Ecke gezogen habe. Ich mag es, eine gute Zeit zu haben. Ihre erste Show zieht nur ein kleines Publikum an. Unbeirrt setzen die beiden Frontmänner ihre ganze Energie ein, um einen Plattenvertrag zu bekommen. Sie veranstalteten Loftpartys. Sie spielten nicht einmal wirklich in Veranstaltungsorten. Sie mieteten Lofts an und veranstalteten dort Shows. Wir spielten in den schlimmsten Läden, in denen es oben nichts als Nutten und Zuhälter gab. Ich meine, wir haben überall in New York gespielt, wo wir konnten. 10. August 1973, Hotel Diplomat, New York City. Um die Aufmerksamkeit einer großen Plattenfirma zu erregen, legen Gene und Paul ihr Geld zusammen, um ihren eigenen Auftritt zu finanzieren. Kiss legten zusammen. Kiss mieteten den Ballsaal. Paul und Ace haben beide die Poster gemacht für diese Show. Zur Freude der Frontmänner ist der Saal voll. Wow! Ich meine, der Laden ist voll! Und in dieser Menge befindet sich ein Mann, der Genes und Pauls Träume wahr werden lassen könnte. Ich erinnere mich, wie Paul mir sagte, wir haben diesen Typen Bill O'Coin getroffen. Er kam zu unserem Auftritt. Er sagte, er würde uns in 30 Tagen einen Plattenvertrag besorgen. Er ist nicht unser Manager. Wir müssen nichts unterschreiben. Wenn wir aber einen Deal in 30 Tagen bekommen, dann wird er unser Manager und wir unterschreiben. Oder wir trennen uns von ihm. Und ich dachte, wow, das ist verdammt cool. Aber Bill O'Coin ist ein unwahrscheinlicher Fan der Band. Er ist eigentlich Fernsehproduzent, der an der Spielshow Supermarkt Sweep und der Musiksendung Flipside arbeitet. Doch in Kiss sieht er riesiges Potenzial. Er war ein sehr visueller Typ. Er hat Regie geführt und TV-Shows produziert. Er reagierte sofort auf Kiss. Er hatte eine viel größere Vision davon, was Kiss sein könnte, als sie es wohl selbst hatten. 28. September 1973, LaTanks Ballettstudio in New York City. Bill O'Coin hat für den Chef der Plattenfirma Casablanca Records, Neil Bogart, einen Auftritt von Kiss organisiert. So Neil Bogart, der bereits in der Musikbranche tätig war und ein Plattenlabel namens Buddha hatte, gründete damals eine neue Firma namens Casablanca Records und suchte eine Band, um das Label zu starten. Neil war jemand, der im Laufe seiner Karriere immer wieder die gleiche Vorliebe für das Unerhörte zeigte. The outrageous.
Gene und Paul spielen mit der Band in vollem Make-up und beginnen mit dem Publikumshit Deuce, der Neil Bogart das volle Kiss-Erlebnis bietet. Neil sieht sich das Vorspielen von Kiss an und ist so verblüfft, dass er einfach stocksteif dasteht. Gene muss tatsächlich von der Bühne kommen, seine Hände nehmen und sie zusammen klatschen. Denn Neil steht wie unter Schock. Aber Neil muss nicht überredet werden. Er ist hin und weg von Kiss. Neil Bogart war voll dabei. Er war ein sehr extravaganter Typ, so wie der Showman P.T. Barnum. Und er glaubte, dass Kiss die Band für die Gründung seiner Plattenfirma sei. Kiss unterschreibt bei Casablanca Records. Eine außergewöhnliche Leistung für eine Band mit so wenig Erfahrung. Kiss tauchte auf. Sie hatten etwa 5 Auftritte in New York City und wurden unter Vertrag genommen. Sie waren wie von einem Laserstrahl fokussiert. Man konnte es den beiden Jungs ansehen. Das war kein Spaß. So verdienen wir unseren Lebensunterhalt. Wir werden nie einen normalen Job haben. Wir werden Rockstars sein. Während das Rampenlicht um die Band immer heller wird, ist offensichtlich, dass Gene und Paul definieren müssen, wer diese Band wirklich ist und wie sie funktionieren soll. Wer macht eine Band, von der niemand weiß, wie sie aussieht? Man muss anonym bleiben und tritt auf der Bühne als Figuren auf. Man muss sich in einer bestimmten Art bewegen. Wer redet nicht, wer wird nur gesehen, wer nicht gehört. Den Frontmännern wird klar, dass die Entwicklung ihrer Figuren auf der Bühne und die klare Abgrenzung ihrer Rollen die Band definieren werden. Paul ist der Einzige, der zwischen den Liedern spricht. Die anderen drei haben nie ein Wort gesagt. Paul ist also der Zeremonienmeister. Aber Gene ist so charismatisch und sein Charakter ist so überdreht. Und er singt die Hälfte der Songs. Da gab es auch diesen grundlegenden gegenseitigen Respekt. Trotz allen Unterschieden erkannten sie, dass die andere Person talentiert und zielstrebig war und dass sie genau wie sie selbst vor nichts zurückschrecken würde, um Erfolg zu haben. 31. Dezember 1973, die Academy of Music in New York City. Kiss werden in letzter Minute als Vorgruppe von Blue Oyster Cult und Iggy Pop gebucht. Da sie vor dem größten Publikum spielen, vor dem sie je aufgetreten sind, ist das die perfekte Gelegenheit für Gene, einige neue Feuertricks auszuprobieren. Das erste Mal, als ich Kiss sah, trugen sie primitive Kostüme, die sie selbst gemacht hatten. Es war das erste Mal, dass Gene etwas benutzte, das ihm jemand gebastelt hatte. Eine Art explodierender kleiner Ball, den er werfen konnte und der theoretisch über dem Publikum explodieren würde. Der erste explodierte ein wenig zu spät und traf jemanden im Gesicht. Der zweite hat dann Genes Haare in Brand gesteckt. Kiss ist in jeder Hinsicht zu einer Band geworden, die man im Blick behalten sollte. Wir werden weiter auf die Bühne gehen und eine Show abliefern, zu der niemand sonst bereit ist. Denn das ist unsere Pflicht. Sie hatten ihr Auftreten und sie hatten die passende Musik dazu. Und wenn man diese beiden Dinge zusammenbringt, können großartige Dinge entstehen. Und so kam es. Wir wollten ein großes Spektakel auf die Beine stellen, eine große Rock'n'Roll-Band. Denn der Rock'n'Roll durchlief zu dieser Zeit eine Phase, in der alle irgendwie langweilig, schmutzig und unrasiert waren. Also haben wir beschlossen, glamouriös aufzutreten, eine tolle Show abzuziehen, den Leuten zu geben, was sie wollen, denn wir lieben euch. Aber nicht nur ihre Bühnenshows sind ein wichtiger Bestandteil ihres Erfolgs. Genauso wichtig ist ihre Anonymität. Sie hatten einfach dieses überwältigende Mysterium an sich. Man wusste nicht, wer sie waren, man wusste nicht, ob das überhaupt ihre richtigen Namen waren oder wie sie ohne Make-up aussahen oder wie sie sich abseits der Bühne verhielten. Ich erinnere mich, dass ich nach der Show hinter die Bühne ging und der Manager Bill O'Coin mir sagte, nein, wir machen keine Fotos von der Band, nachdem sie sich abgeschminkt haben. Ich fragte, wirklich keine Fotos nach der Show? Nein, ohne das Make-up sind sie nicht Kiss. Es ist irgendwie erstaunlich, wie sie das so lange aufrechterhalten konnten. Ich glaube, dass es über 3 Jahre lang kein einziges Foto von ihnen gab. Das Geheimnis ihrer Identität und ihrer aufwendigen Bühnenshows sorgen für Aufsehen. Und als im Februar 1974 ihr erstes Album Kiss erscheint, sind die Erwartungen groß. Das erste Album ist sehr repräsentativ für das, was sie waren, als sie das erste Mal unter Vertrag genommen wurden. Irgendwie klobig, keine überragende Musikalität, aber wirklich eingängige Songs und schau mal, wie sie aussehen.
Doch trotz des ganzen Hypes ist das Album ein Flop. Der berühmteste und angesehenste Rockkritiker in New York war ein Typ namens Robert Christgau. Und seine Rezension des ersten Kiss-Albums lautete: Diese Band sollte sich Blowjob nennen. Es gab eine Menge Leute, die das Image über die Substanz stellten. Sieh sie dir an, lächerlich. Sie können keine echte Rockband sein. Sie sehen nicht aus wie die Rolling Stones oder Led Zeppelin. Sie können nicht gut sein. Als ihr Manager, der ehemalige Fernsehproduzent Bill O'Coin, vorschlägt, im Fernsehen aufzutreten, ergreifen Gene und Paul die Chance. 1974 bekommen sie einen Auftritt in der TV-Show ABC in Concert. Und die Frontmänner sind fest entschlossen, eine großartige Show hinzulegen. Hallo Welt, wir sind Kiss. Wir wollen, dass jeder hier mit uns kommt. Ihr habt nichts zu verlieren. Bill organisiert den Frontmännern auch Auftritte in Talkshows. Gene schockiert das Publikum und die Gäste bei seinem Auftritt in der Mike Douglas Show 1974. Ich möchte, dass Sie eines der Mitglieder dieser Band aus der Nähe kennenlernen. Hier von Kiss ist Gene Simmons. Ihr Publikum sieht wirklich appetitlich aus. Wäre es nicht lustig, wenn er darunter nur ein netter jüdischer Junge wäre? Nur eins sollten Sie wissen. Wenn man diesen Clip sieht, merkt man, dass er überraschend nervös ist. Als das Interesse der Medien an Kiss immer größer wird, wird der legendäre Fotograf Bob Gruen gebeten, mit der Band zusammenzuarbeiten, um ein Foto für ihr nächstes Albumcover zu machen. Sie wollten eine sogenannte Fotonovelle machen. Also eine Art Comic-Geschichte, die in Fotos erzählt wird. Theoretisch sind sie wie Clark Kent, der morgens mit Anzug und Krawatte zur Arbeit geht. Sie wollten, dass es mit der Welt bergab ging und sie irgendwie mit Rock'n'Roll retten würden. Das ist Ecke 28. und 8. Avenue, wo ich das Foto von Kiss für das Cover ihres Albums Dress to Kill gemacht habe. Ace stand genau hier, Gene war dort. Das haben wir hier gemacht. Peter steht links und Paul und Gene neben mir. Das Foto wird das Cover des dritten Albums der Band, Dress to Kill. Aber wieder einmal verkauft es sich nicht ausreichend. So kamen die ersten drei Kiss-Alben heraus. Obwohl diese Alben einige großartige Songs enthielten, kamen sie im Radio nicht an. Sie verkauften sich nicht außerordentlich gut. Gene und Paul mögen ihre Bühnenshow perfektioniert haben und die Frontmänner schockieren die Talkshow-Runden. Aber an ihrer Musik müssen sie noch feilen, wenn sie Erfolg haben wollen. Und ihre Plattenfirma ist mit der Geduld am Ende. Casablanca hatte fast kein Geld mehr. Sie waren fast bankrott. Es gab also nur noch eine Möglichkeit. Gene und Paul wissen, dass ihre Live-Show das ist, was Kiss ausmacht. Und sie glauben, dass ein Live-Album ihre gemeinsame Magie einfangen wird. Dies wird ihre letzte Chance sein. Kiss haben nur sehr wenige Leute verstanden. Die meisten waren davon abgeschreckt. Es war zu laut, zu krass, zu schrill, um es anzuschauen. Es war nicht zugänglich. Deshalb haben die beiden Frontmänner Gene Simmons und Paul Stanley zusammen mit ihrem Manager Bill O'Coin einen Plan ausgeheckt, um die Plattenfirma zur Veröffentlichung eines Live-Albums zu bewegen. Es ging wirklich um alles oder nichts. Alle Chips auf den Tisch, ein letzter Schlag. Wir werden eine doppelte Live-Aufnahme der Kiss-Show machen und sehen, ob das der Durchbruch ist. Das Album Kiss Alive wird bei Konzerten im Sommer 1975 aufgenommen und veröffentlicht. Heute sind Live-Alben gang und gäbe, aber damals war das etwas ganz anderes. Es hat das eingefangen, was Kiss so großartig machte. Die erste Single des Albums ist eine Live-Version von Rock and Roll All Night. Die Unverfälschtheit der Live-Performance und die energiegeladenen Persönlichkeiten der Frontmänner fesseln die Fantasie des Publikums. Der Plan, live aufzunehmen, geht auf. Als sie mit der Platte eine Live-Version von Rock'n'Roll All Night veröffentlichten, war das eine Rakete zum Mond. Die Single erreicht Platz 12 in den Billboard-Charts und das Album erhält Gold. Das war ein großer Moment für sie, als endlich Geld hereinkam.
Und das Geld fließt direkt in die Bühnenshows zurück. Das Publikum war begeistert und es wurde immer größer. Ich glaube, sie wollten die größte Show der Welt auf die Beine stellen. Die größten Bühnenbilder, Pyrotechnik und Feuerspucken, durch die Luft fliegen. Flying in the air, you know. Es geht nichts über KISS. Es gibt nichts Vergleichbares zu einer KISS-Show. Das, was alle anderen zu sein versuchen. Die heißeste Band im ganzen Land, Baby, die heißeste Band der Welt. Die Flammen waren so groß, dass ich buchstäblich dachte, ich würde von ihnen angesenkt. Und die Band in den Kostümen mit ihren Plateaustiefeln, die sind überlebensgroß. Es sah unglaublich aus. It looked amazing. Nach dem russischen Zirkus und Barme mit Baileys ist KISS die größte reisende Roadshow, die es gibt. Wir hoffen, dass nicht nur diese Sendung durch unseren Beitrag immer besser wird, sondern dass wir auch immer besser werden. Das ehrgeizige, sich ständig weiterentwickelnde Bühnenbild wird von den beiden Frontmännern von KISS, Gene und Paul, bestimmt. Das einzigartige psychologische Gleichgewicht zwischen ihnen macht den Erfolg aus. Paul sagte mal, ich kann das mit mir und Gene erklären. Sagen wir, wir nehmen an einem Kuchenwettbewerb teil. Gene wird sagen, lass uns einen leuchtend roten Kuchen backen, 5 Meter hoch, lass uns Flammen aus der Spitze schießen lassen und Teufelsgesichter an den Seiten haben. Und ich bin dann derjenige, der entgegnet, Gene, es muss aber ein Kuchen sein. Und nicht nur auf der Bühne funktioniert ihre Yin- und Yang-Beziehung. So, Paul ist derjenige, der sie nicht schneller als 150 Stundenkilometer fahren lässt. Gene ist derjenige, der den Fuß auf das Gaspedal drückt und sagt, lass uns in die Mauer da drüben fahren. Das ist eine großartige Geschäftskombination. Jemanden zu haben, der in der Realität verwurzelt ist und jemanden, der stets an die Grenzen geht. 1977, nach der Veröffentlichung ihres 6. Studioalbums Love Gun, wird KISS in einer Umfrage zur beliebtesten Band des Landes gewählt. Und bis 1978 hat KISS in nur 3 Jahren über 17 Millionen Dollar an Tantiemen verdient. Gene und Paul wollten seit der Gründung der Band im Jahr 1973 die größte Band der Welt sein. Und das haben sie erreicht. KISS ist nun erfolgreicher, als Gene und Paul es sich je hätten träumen lassen. Und mit dem Ruhm und dem Reichtum kommen auch die Fans. Fans von Bands wie Metallica oder Megadeth oder Anthrax wurden später zu KISS-Fans. Auf dem Höhepunkt des Ruhmes der Band hatte der offizielle Fanclub, die KISS Army, über 100.000 treue Anhänger. Sie beanspruchen für sich, die leidenschaftlichste und engagierteste Fangruppe der Rockwelt zu sein. Oft tragen sie selbst die Kostüme und das Make-up zu den Auftritten. Ich persönlich bin in der Highschool mehrmals verprügelt worden, weil ich ein KISS-Fan war. Aber ich habe mich gewehrt. Ich trug mein Shirt und liebte die Platten weiterhin. Ich wurde jeden Tag körperlich bedroht. Aber so dumm das auch klingt, ich mag diese Band, die die meisten Leute zu dieser Zeit lächerlich fanden. Das hat die KISS-Fangemeinde wachgerüttelt. Denn je mehr Leute sich über dich lustig machten oder sagten, KISS sei keine echte Band, nicht lebensfähig, eine Fake-Band, all das Zeug. Das hat dich nur dazu gebracht, noch stärker für sie zu kämpfen. Gene, der Außenseiter, der sich als Kind von seinem Vater im Stich gelassen fühlte, erhält endlich die Aufmerksamkeit, nach der er sich immer gesehnt hat. Eine Nahaufnahme? Okay, komm schon. Aus den Eingeweiden der Erde wird das Biest hervorgespuckt. Plötzlich sind sie reich, berühmt, die Frauen stürzen sich auf sie. Warum wollte er Musiker werden? Die Musik, ja, aber vor allem die Frauen. Und es gibt viele Geschichten, in denen er in seiner Garderobe war und die Frauen hinter der Bühne Schlange standen, um hineinzukommen. Es ging nicht so sehr darum, dass 10 Mädchen in dich verliebt waren, sondern eher darum, dass 10 Mädchen dir sagten, dass du unglaublich bist. Paul Stanley sagte, Gene war der Meinung, dass er ein Geschenk Gottes an die Welt war und die Welt hat ihm Recht gegeben. Für Paul bietet der Erfolg eine andere Form der Anerkennung, über die er 2014 in einem Interview sprach. Dieses einsame kleine Kind, mit dem niemand ausgehen wollte, das nicht wusste, wie man mit Leuten umgeht,
nicht hören konnte und in der Schule Lernschwierigkeiten hatte, wurde plötzlich von den Frauen begehrt, von den Jungs beneidet und verkaufte Millionen von Alben. Ich war sehr ehrgeizig, Punkt. Ich wollte das kompensieren, mich wertvoller fühlen, indem ich etwas erreiche. Eine Obsession, die die beiden Frontmänner teilen, ist die Liebe zum Geldverdienen. Jeans Motivation war und wird immer Geld sein. Erstens Geld, zweitens Geld, drittens Geld, viertens Geld. In den späten 70er Jahren lief das Kiss-Merchandising auf Hochtouren. Sie waren sich der Tatsache bewusst, dass dies das Musikgeschäft ist. Man weiß, dass man mit Platten und Live-Shows Geld verdient. Aber Kiss waren die Ersten, die ein intensives Merchandising entwickelt haben. Der Gesamtumsatz von Kiss pro Jahr beträgt etwa 117 Millionen Dollar. 117 Millionen? Ich glaube, wir liegen gerade jenseits der 1000 Top-Unternehmen in der Fortune-Liste. Man kann ohne Liebe überleben, das ist bedauerlich, aber nicht ohne Geld. Doch während Gene und Paul sich auf die geschäftliche Seite von Kiss konzentrieren, steht für die beiden anderen Mitglieder der Band, Gitarrist Ace Frehley und Schlagzeuger Peter Criss, die Musik immer noch an erster Stelle. Es gab definitiv eine Kluft zwischen Paul und Gene und Peter und Ace. Da war definitiv ein Keil zwischen ihnen. Natürlich waren sie zufrieden mit dem Geld, das all das einbrachte. Aber sie wollten es nicht zu ihrer obersten Priorität machen. Gene und Paul haben das Sagen. Sie sind diejenigen, die bestimmen, wo es lang geht. Du versuchst, deinen Gewinn zu maximieren und sicherzustellen, dass all die Schmarotzer um dich herum dir nicht das Geld wegnehmen. Man lernt nicht nur, wie man Songs spielt, sondern auch die Struktur des Geschäfts. Aber diese Konzentration auf das Geschäftliche schürt die Spannungen innerhalb der Band. Als ich sie kennenlernte, war die ganze Band ziemlich eng. Gene und Paul waren ziemlich ernst. Ace war eher ein lockerer, lustiger Typ. Peter war sehr speziell. Aber als sie erfolgreich wurden, verfielen Ace und Peter irgendwie den Drogen. Während Ace und Peter feiern und mit Drogen experimentieren und Gene sich den Frauen zuwendet, ist nur Paul Stanley noch voll auf Kiss konzentriert. Paul war immer sehr leidenschaftlich, wenn es um seine Vision ging. Und ich glaube, dass er versucht hat, die Band so groß wie möglich zu machen. Wir wollten reich und berühmt werden. Jetzt sind wir es. Sie kriegen, was Sie wollen. Genau. Die vier Bandmitglieder von Kiss gehen in unterschiedliche Richtungen und die Band droht auseinanderzureißen. 2. April 1978, Tokio, Japan. Es ist der letzte Abend der Alive 2-Tour von Kiss. Das war die Zeit, in der sie am größten waren. Die Zeit, in der sie die coolste Bühnenshow hatten. Damals waren sie auf ihrem Höhepunkt. Doch der große Erfolg, den die Band jetzt genießt, hat seinen Preis. Sie waren in den letzten 5 Jahren entweder auf Tour oder im Studio. Und das unerbittliche Arbeitspensum fordert seinen Tribut. Diese Leute sind fertig. Sie sind unglaublich müde. In nur 3,5, 4 Jahren haben sie 6 Studioalben, 2 Liveplatten und unzählige Touren rund um den Globus gemacht. Sie brauchen eine Pause. Und da Gene und Paul sich auf das Geschäftliche konzentrieren und Ace und Peter sich auf die Musik und den Spaß konzentrieren, sind die Beziehungen in der Band fast völlig zerbrochen. Auf ihrem Höhepunkt um 79 waren sie 2 unterschiedliche Bands. Gene und Paul gegen Peter und Ace. Und jeder hasste den anderen. Also schmiedet Manager Bill O'Coin einen radikalen Plan, um Kiss am Leben zu erhalten. Kiss sollte einen Film mit dem Titel Kiss Meets the Phantom of the Park drehen. Aber die Produzenten dieses Films waren Hanna-Barbera, die für Kindertrickfilme bekannt waren. Bitte lassen Sie mich durch. Kiss, von Phantomen gejagt, auch bekannt als Kiss and the Attack of the Phantoms, stellt die Mitglieder der Band als Comic-Superhelden dar. Die Handlung dreht sich um Kiss, die ihre Superkräfte einsetzen, um einen bösen Erfinder zu bekämpfen. Der Film wurde ziemlich schlecht gemacht und ist jetzt ein bisschen Kult.
Aber die Band mag ihn nicht. Don't like the film. Aber es gibt auch einen unerwarteten Vorteil. Er spricht eine ganz neue Generation von Fans an. Für mich als Achtjährige war das unglaublich. Ich hatte noch nie erwachsene Männer mit Make-up und solchen Haaren gesehen. Und die großen Stiefel. Anstatt eine gefährliche Band zu sein, bringen die Eltern ihre Kinder mit zur Show. Sie haben vielleicht ein neues, jüngeres Publikum gewonnen, aber sie sind dabei, die Band zu verlieren. Gitarrist Ace Frehley droht damit, die Band zu verlassen. Er will eine Solokarriere. Ein Mitglied von Kiss zu verlieren, wäre für die Fans katastrophal gewesen. Und so entschied man, hey, du musst die Band nicht verlassen, um eine Solokarriere zu machen. Alle vier von uns werden Soloplatten machen. Und es sieht so aus, als würde dieser Plan aufgehen. Kiss nehmen eine dringend benötigte Pause durch die Arbeit an ihren Soloalben. 1978 kam es zu etwas, das in der Musikindustrie zuvor noch nie geschehen war. Am selben Tag veröffentlichte jedes Mitglied von Kiss seine eigene Soloplatte. Es war ein katastrophaler Misserfolg. Trotz einer massiven 2,5 Millionen Dollar Marketingkampagne ist der Absatz gering. Als Fan in dieser Zeit fragte man sich, was ist hier los? Gibt es Kiss noch? Werden sie zusammenbleiben? Lösen Kiss sich auf? Für Paul und Gene sind die Soloplatten der Beweis, dass sie zusammen besser sind. Für beide sind die Band und sie selbst das Wichtigste. Paul und Gene hatten diese Brüderlichkeit mit all dem Guten und Schlechten, das damit verbunden ist. Sie standen sich extrem nah. Sie waren wie eine Familie. Januar 1979. Electric Lady Studios in New York City. Die Band ist wieder im Studio, um ein neues Album aufzunehmen. Dynasty. Aber zwei Mitglieder der Band sind nicht in der Lage, ihren Beitrag zu leisten. Ace und Peter hatten beide wirklich mit Drogen und Alkohol zu kämpfen. Was die Sache noch verschlimmert hat, ist die Tatsache, dass du Gene und Paul am Ruder hast. Zwei Typen, die diese Art von Verhalten nicht tolerieren. Und die es sicherlich nicht zulassen werden, dass es ihre Band beeinträchtigt oder gar ruiniert, an deren Aufbau sie so hart gearbeitet haben. Schlagzeuger Peter Criss hat nicht nur mit seiner Sucht zu kämpfen, sondern auch mit einer Handverletzung. Er war nicht in der Lage, auf der ganzen Platte zu spielen. Also wurde ein Session-Schlagzeuger hinzugezogen, um die Tracks fertigzustellen. Aber Drogen, Alkohol und Müdigkeit begannen Peter zuzusetzen. Und er ist unglücklich in der Band. Die Band ist am Ende. Und nach erfolglosen Soloalben sind Gene und Paul entschlossen, die Aufmerksamkeit ihrer Fans zu gewinnen. Sie riskieren alles, indem sie auf den Disco-Zug der 1970er Jahre aufspringen. Kiss haben einen Disco-Tanz-Song gemacht. I was made for loving you. I was made for loving you. I Was Made For Loving You ist die erste Single-Auskopplung aus dem Album Dynasty. Und obwohl der Song erfolgreich war und ein großer Hit wurde, entfremdete dieser Song mit der Veränderung des Sounds und des Aussehens die Kiss-Fangemeinde völlig und löste sie auf. Sie wurde stark geschwächt. Viele waren der Meinung, dieser Song war der Anfang vom Ende von Kiss. Die Ticketverkäufe gehen zurück und einige Konzerte werden abgesagt. Die Band hofft, dass eine Late-Night-Auftritt in der Tomorrow Show mit Tom Snyder im Oktober 1979 die Fans zurückgewinnen kann. Doch anstatt für Unterstützung zu sorgen, wird dem Publikum klar, dass die Band, die Gene und Paul jahrelang aufgebaut haben, öffentlich auseinanderfällt. Peter und Ace tauchen auf. Sie reißen Witze und lachen das ganze Interview hindurch. Live im Fernsehen können selbst ihre Masken die Wut und Frustration von Gene und Paul nicht verbergen. Sie sind entsetzt und wütend. Aber da es sich um ein Live-Interview handelte, konnten sie nichts tun. Für die beiden Frontmänner ist dieser Auftritt von Ace und Peter mehr als nur ein Witz. Es war eine Art Katalysator für die Frustration und diesen Machtkampf innerhalb der Band.
Da Peter Criss zudem Schwierigkeiten hat, Schlagzeug zu spielen, glauben Gene und Paul, dass er den Ruf von Kiss völlig zu zerstören droht. Sobald die Tournee vorbei ist, ist Peter raus aus der Band. Und Ace Frehley ist jetzt 1:2 in der Unterzahl. Sobald ein Mitglied ausscheidet, kann sich das ganze Machtgleichgewicht verschieben. Gene und Paul verbergen die Tatsache, dass Peter Criss die Band verlassen hat, indem sie sein Bild auf dem Cover ihres nächsten Albums, Unmasked, verwenden. Aber die schlechten Plattenverkäufe lassen sich nicht verbergen. Das Album erreicht nur Platz 35 in den Billboard-Charts. Kiss war eine Popband, eine Disco-Band, eine Kinderband geworden. Sie waren alles andere als das, womit sie angefangen hatten. Paul redete sich diesen Rückschlag bequemerweise klein. Um die Verkaufszahlen anzukurbeln und die Fans zurückzugewinnen, geht die Band auf Tour. Doch statt Peter Criss kommt Eric Carr, der seine eigene Figur kreiert, den Fuchs. Die Fans sind nicht überzeugt, auch wenn Paul alles tut, um die Zweifel auszuräumen. Was Kiss repräsentiert, geht über die einzelnen Mitglieder der Band hinaus. Dass Peter nicht mehr dabei ist, ist nicht der Punkt. Kiss existiert immer noch. Kiss ist eine Lebenseinstellung. Kiss is a way of life. Doch Pauls Appelle an die Fans zeigen keine Wirkung. 1980 befindet sich der Stern von Kiss im freien Fall. Die beiden Frontmänner hoffen, dass etwas anderes ihre Fans wieder anspricht. Und nehmen ein Konzeptalbum namens The Elder auf. Die Fangemeinde war schon wegen des Disco-Wechsels verunsichert. Und dann kommt noch dieses seltsame Konzeptalbum dazu. Das war einfach nicht die beste Entscheidung. Dieses Album war nicht wirklich ein echtes Kiss-Album, denn wenn man an Kiss denkt, denkt man an den härtesten und schwersten Metal und eine große Show. Und dieses Album hat sich dafür nicht wirklich angeboten. Aber es war einfach das, was sie zu dieser Zeit machen wollten. Wieder einmal gelingt es nicht, den Nerv der Zeit zu treffen. Von da an gerät alles aus den Fugen, denn die Platte ist total erfolglos. Das hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Und das Album entfremdet zudem Gitarrist Ace Frehley. Ace Frehley fand, dass seine Talente auf diesem Album nicht richtig eingesetzt wurden. 1982 verlässt Ace Frehley die Band. Die Band war auf dem Weg zu scheitern. Er war außerordentlich beliebt, ein Gitarrenheld. Ace, Peter, es zeugt nicht von Respekt, wenn du nicht 100% gibst, wenn du dich über die Band stellst. Nachdem Ace und Peter die Band verlassen hatten, war klar, dass die neuen Mitglieder einfach angeheuerte Söldner sein würden. Das wäre ihre Rolle in der Band. Und so kam es dann auch. Nach dem Verlust von zwei Gründungsmitgliedern und dem Wechsel der musikalischen Richtung kehren die Fans der Band in Scharen den Rücken. Die Frontmänner laufen Gefahr, alles zu zerstören, was sie sich so hart aufgebaut haben. Kiss war 1980 in Amerika so tief gesunken, dass sie nur noch eine Show in einem Theater in New York City spielen konnten. Das ist der letzte Beweis dafür, wie tief sie gesunken waren. Immer wenn wir denken, wir hätten alles getan, gibt es ein neues Kapitel. Etwa dieses. Das bisher Größte wird noch kommen. Alles ist möglich. Während ihnen Fans und Erfolg entgleiten, nimmt Genes Abhängigkeit von Frauen zu. Jede Band hat Groupies, aber Gene stellte es zur Schau und machte eine große Sache draus. Die nackten Frauen. Gene Simmons, der Liebhaber vieler Frauen. Gene prahlt damit, dass er schon mit Tausenden von Frauen geschlafen hat. Ich war sehr skeptisch, denn wenn man so etwas hört, denkt man sich natürlich, komm schon, Tausende von Frauen. Ich war in seinem Haus in Beverly Hills. Ich war in Genes Wohnung und er sagte, oh, ich zeig dir mal ein Album mit ein paar meiner Auftritte. Und da war dieses Fotoalbum und ich nahm es in die Hand. Es war so groß. Und er holte dieses große Album heraus und ich erwartete Aufnahmen von ihm live auf der Bühne zu sehen oder backstage. Und es waren nur seitenweise nackte Frauen. Jedes einzelne Bild war ein Polaroid von einer nackten Frau. Viele von ihnen hatten sich wie Kiss geschminkt. Aber eine wahre Geschichte.
Er war sehr stolz darauf. Gene war wirklich davon begeistert. Ich hatte einen sexuellen Appetit, der seinesgleichen suchte. Ob sie sich bewegte oder auch nicht, ich habe es ausgelebt. Doch während Gene sich vergnügt, um seinen Schmerz zu verbergen, hat Paul mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen. Der Mann hinter der Maske des Sternenkindes. Paul hatte eine wirklich harte Zeit. Wäre mir nicht anders gegangen. Ich wäre entsetzt und verängstigt gewesen, in einer Band zu sein, die angefangen hat mit drei wirklich großen Hits. Und dann verkauft sich das letzte Album nur 150.000 Mal? Das hätte mich erschreckt. Ich denke also, dass Paul für ein paar Jahre in eine schlechte Lage geraten ist, hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich denke, dass Paul erkennt, dass sein Starchild überlebensgroß geworden ist. Aber er weiß, dass ihm ein Stück fehlt. Und dass er trotz all des Glücks und des Erfolgs, den er mit Kiss erreicht hat, noch ein bisschen an sich arbeiten muss. Paul versucht, die eine Sache zu reparieren, die ihm sein ganzes Leben lang gefehlt hat. Paul unterzieht sich einer rekonstruktiven Operation, um eine angeborene Fehlbildung an seinem Ohr zu behandeln. Er hatte kein Ohr auf der rechten Seite seines Kopfes. Ich dachte immer, oh Mann, was für eine Scheiße, die er all die Jahre über sich ergehen lassen musste. Ich meine diese ganzen Hänseleien. Und wie er in seinem Buch sagt, da er nur ein Ohr hatte, hörte er auch nur die Hälfte. One year's worth of sound. Pauls Operation verläuft erfolgreich und obwohl er nicht alles hören kann, hat er nun zum ersten Mal seit 30 Jahren ein voll ausgebildetes rechtes Ohr. Ich denke, dass es Pauls Leben definitiv verändert hat, dass er nicht nur hören konnte, sondern dass seine Unsicherheit, die ihn seit seiner Kindheit verfolgte, nun endlich weg war. Paul hat nicht mehr das Gefühl, dass er sich hinter einer Maske verstecken muss. Sein neu gefundenes Selbstvertrauen gibt ihm die Energie, Kiss wieder aufleben zu lassen. Peter, Chris und Ace Frehley waren nicht mehr in der Band. Sie hatten Vinnie Vincent, sie hatten Eric Carr mit dem neuen Look. Aber ihr Geschäft war ohne die vier Originalmitglieder zusammengebrochen. Kiss-Fans auf der ganzen Welt sagten, was soll das heißen, es sind nur Paul und Gene. Wer ist Vinnie, wer ist Eric? Wenn Kiss überleben soll, muss die Band wiedergeboren werden. Aus Pauls Sicht ist er einer der größten Künstler der Welt und dabei weiß kein Mensch, wie er aussieht. Sie kannten die Figur des Starchilds, aber sie wussten nicht, wer Paul Stanley war. Er ist ein Star. Er beschloss, sich endlich mit der größten Angst seines bisherigen Lebens auseinanderzusetzen. Nämlich, lieben mich die Menschen so, wie ich wirklich bin? Und nicht nur als dieses alter Ego, das ich geschaffen habe und das alle bewundern? Und ich glaube, deshalb hat Paul Gene davon überzeugt, dass es an der Zeit war, sich zu demaskieren. 18. September 1983. MTV Studios, New York City. Es gab nichts Mächtigeres und Wirkungsvolleres als MTV. Und dort inszenierten sie etwas in einem TV-Special. Dies ist ein wirklich großer Moment. Nach 10 gemeinsamen Jahren werden wir heute Abend exklusiv hier auf MTV Kiss zum allerersten Mal ohne ihr Make-up sehen. Wie fühlt es sich an, jetzt zum ersten Mal ohne Make-up aufzutreten? Es fühlt sich gut an. So war das Geheimnisvolle einfach weg. Wir wussten nun, wie sie aussahen. Sie sahen jetzt einfach wie Menschen aus und nicht mehr wie Superhelden. Die Demaskierung aber zahlt sich aus. Als Kiss ihr nächstes Album, Lick It Up, veröffentlichen, verkauft es sich über 500.000 Mal. Sie feierten den Verkauf von 500.000 Platten, wo sie früher mit Links 2 Millionen verkauft hätten. Als Kiss auf Tournee gehen, wird klar, dass sich die Rollen von Gene und Paul als Frontmänner ohne Make-up verändert haben. Paul passte sich dem an und konnte das Make-up und die Kostüme viel leichter ablegen und sich dem anpassen, was damals angesagt war. Nämlich eine sehr visuelle Glamour-Sache. Aber Gene fällt es schwer, sich nicht hinter einer Figur verstecken zu können. Als er den Demon spielte, war es ein leichtes für ihn, jeden Abend in diese Rolle zu schlüpfen, hinter der er sich verstecken und auf der Bühne sein konnte. Sollte er nicht mehr Feuer spucken, Blut spucken, nicht mehr seine Zunge herausstrecken? Ist er wirklich nicht mehr dieser Typ?
Unmaskiert beschließt Gene, seinen Ruhm auch jenseits von Kiss auszuspielen. Ich glaube, Gene hatte das Interesse verloren. Er endete als Bösewicht in Filmen. Er entwickelte ein Leben und eine Berühmtheit, die unabhängig von Kiss war. Er hatte eine unternehmerische Ader und dachte sich, warum die nicht ausnutzen, und gründete so Simmons Records und wurde Schauspieler. Ich habe kein Problem damit, außer dass es dem Produkt schadet, das Kiss war. Wenn man neben dem Hauptprodukt noch weitere Produkte entwickeln kann, ist das großartig. Aber wenn das Hauptprodukt darunter leidet, ist es ein Fehler. Gene genießt das Rampenlicht der Prominenz. Er war mit Cher zusammen und sah ihre Welt. Dann datete er Diana Ross und bekam auch Einblicke in diese Sphären. 1984 lernt er das Model Shannon Tweed kennen. Als er Shannon kennenlernte, hat sich, glaube ich, vieles an seinen Prioritäten geändert. Und was es für ihn bedeutete, ein Rockstar zu sein. Gene lässt sich auf eine ernsthafte Beziehung ein. Vor 28 Jahren habe ich mich in ein Mädchen namens Shannon Tweed verliebt. Während Gene durch Shannon und seine neuen Geschäfte abgelenkt ist, übernimmt Paul Stanley die volle Kontrolle über die Band. Gene hatte einige Jahre lang Kiss aus den Augen verloren und stand eigentlich nur mit einem Bein drin. Das verlagerte alles eindeutig in Richtung Paul Stanley, der das Schiff steuerte, die Platten produzierte, den Großteil der Songs schrieb und in den Musikvideos mitspielte. Unter seiner Kontrolle lenkt Paul die Band in eine andere musikalische Richtung. Die Musik hat sich in den 80er Jahren definitiv stark verändert. Sie wurde melodischer und viel kitschiger. Mit Songs wie Let's Put the X in Sex. Let's Put the X in Sex. Sie haben sich definitiv mehr an dem orientiert, was zu dieser Zeit angesagt war. Paul versuchte mich eindringlich davon zu überzeugen, dass sie auch ohne das Make-up noch genauso groß waren. Und ich meinte, Paul, deine Erfolgskurve sieht so aus. In den späten 80er Jahren schreibt Gene mehr Songs für die deutsche Rockmusikerin Doro Pesch als für Kiss. Ja, Gene Simmons war der Produzent des Albums. Er hat viele, viele Songs dafür geschrieben. Und wir haben viele, viele Monate, Tag und Nacht im Studio verbracht. Doch nach einer Weile ist Paul Stanley von Genes anderen Unternehmungen frustriert. Paul hat sich zu dieser Zeit wirklich voll und ganz auf Kiss konzentriert. Und das verursachte eine Art Riss zwischen den beiden. Das ganze Geld teilten sie auf, wie sie es immer getan hatten. Paul widmete sich ganz und gar dieser Band. Das war seine ganze Identität. Und ich glaube, das war wirklich beängstigend für ihn. Er konnte sich ausmalen, dass er in einer Nacht alles verliert und plötzlich nicht mehr wüsste, wer er am nächsten Tag sein würde. Während der nächsten 5 oder 6 Alben war jede einzelne Veröffentlichung im Radio und als Musikvideo ein von Paul Stanley gesungener Song. Die Verkaufszahlen gingen zurück. Und Gene musste sich kreativ wieder einbringen, um den Erfolg zu sichern. Paul hatte ihm sozusagen ein Ultimatum gestellt und gesagt, hey, ich kann das nicht mehr alleine. Ich brauche dich hier wieder, Vollzeit. Du musst dich wieder einbringen, sonst haben wir keine Band. Und ich glaube, das war ein kleiner Weckruf für Gene. Pauls Ultimatum funktioniert. Gene erklärt sich bereit, die Band und die Marke wieder an die erste Stelle zu setzen. Gemeinsam entwickeln sie einen Plan, der das Potenzial hat, Schockwellen in der Musikindustrie auszulösen und ihre Fans zu verblüffen. 9. August 1995. Gene Simmons und Paul Stanley treten live in der Hitshow MTV Unplugged auf und singen ihren Hit Coming Home. Was niemand wusste, und ich war bei der Aufzeichnung von Unplugged dabei, war, dass es am Ende eine Überraschung geben würde. Wir haben heute Abend einige Familienmitglieder hier. Und wir reden nicht von Mama und Papa. Ich meine damit Peter, Chris und Ace Frehley. Als das geschah, war die Reaktion der Fans geradezu ekstatisch. Over the top, to say the least. Jetzt konnte Kiss eine Wiedervereinigung nicht mehr leugnen.
Und als nächstes hörte man, dass Ace und Peter wieder zurückkommen. Für eine Reunion der ursprünglichen Band. Nach 15 Jahren ist die ursprüngliche Band wieder zusammen. Aber eine Frage bleibt. Während meiner Zeit gab es immer Druck, das Make-up zu tragen. Es gab immer Promoter, die ihnen, wie ich es nenne, dummes Geld hinterhergeworfen haben, damit sie eine Reunion-Tournee mit Make-up machen. Also beschließen Gene, Paul und Larry, dass es an der Zeit ist, sich wieder zu schminken. Nun, das sind für sie letztlich Umsatzchancen, das sage ich ganz offen. Und ich glaube nicht, dass sie mir da widersprechen. Bei der Rückkehr zum Make-up ging es ums Geld. Kiss geht 1996 auf Reunion-Tour, die der Band über 43 Millionen Dollar einbringt. Der Geschäftsplan der Frontmänner geht auf. Gene und Paul sind endlich wieder an der Spitze. It was everything they hoped. Das hatten sie sich erhofft, aber nie zu träumen gewagt. Es hat sie wohl so groß oder vielleicht sogar größer gemacht, als sie es in den 70er Jahren waren. Sie spielen nun wieder in Stadien, also war es offensichtlich richtig, das Make-up zu dieser Zeit wieder aufzutragen. Kiss mögen wieder an der Spitze sein, doch Peter und Ace haben mit der Tatsache zu kämpfen, dass sie fast zu Session-Musikern degradiert worden sind. Aus der Sicht von Gene und Paul war es so, hey, wir haben das Ding 15 Jahre lang über Wasser gehalten. Das ist jetzt unsere Band. Ich denke, dass die Kontrolle, die sie über Ace und Peter hatten, ihnen zwangsläufig wieder in die Quere kommen musste. Als Kiss 1998 mit Psycho Circus ein neues Album veröffentlicht, ist die Spaltung in der Band offensichtlich. Es stellte sich heraus, dass Ace und Peter sehr wenig damit zu tun hatten. Der Großteil des Schlagzeugs wurde bis auf einen Track von einem Session-Musiker eingespielt. Hinter den Kulissen gibt es die gleichen Probleme, die es immer gegeben hatte. Die wurden nie behoben, sie sind nie verschwunden. Und so sind Peter und Ace schließlich gegangen. Als die Originalbesetzung von Kiss wieder einmal implodiert, trifft das auch auf das Privatleben eines ihrer Frontmänner zu. Paul machte eine sehr schwierige Trennung von seiner ersten Frau durch, die ihn wirklich erschütterte. Und das lag zum Teil an dem gemeinsamen Sohn Evan. Das Gefühl, ihn nicht vor einer Menge Herzschmerz bewahren zu können, den Paul selbst als Kind empfunden hatte, kam ihm trotz seines Erfolges wie ein schweres Versagen vor. Während sein Privatleben in Scherben liegt, wird Paul Stanley aus heiterem Himmel die Hauptrolle in dem Bühnenmusical Phantom der Oper angeboten. Es ist eine Figur, mit der er sich aufgrund eigener Erfahrungen wirklich verbunden fühlt. Das Phantom trägt eine Maske, um seine Entstellung zu verbergen. Für Paul war es eine Möglichkeit, sich selbst auf eine andere Art und Weise zu finden. Und es schien eine Rolle zu sein, für die er wie gemacht war. Und die ihm wahrscheinlich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich geholfen hat. In einem Interview mit Queen Latifah im Jahr 2014 sprach Paul über seine Erfahrung, im Phantom der Oper mitzuspielen. Plötzlich wurde mir klar, dass das Phantom in vielerlei Hinsicht ich war. Es war die Geschichte eines vernarbten, deformierten Musikers, der sich hinter einer Maske versteckte. Wow, das habe ich selbst nicht erkannt. Er suchte nach Liebe und konnte sie nicht zurückgeben, obwohl es das wollte. Das war ein Wendepunkt für mich und hat mir die Augen geöffnet. It was eye-opening. Doch während Pauls Geist heilt, ist sein Körper stark belastet. Paul hat zwei Hüftoperationen hinter sich. Und ich glaube, das ist der Tatsache geschuldet, dass er auf der Bühne hüpft und wirbelt, Spagat macht und sich über die ganze Bühne wälzt. Er sagte auch, dass er beide Rotatorenmanschetten und beide Knie operieren lassen musste. Er ist einfach jahrelang auf Plateaustiefeln herumgelaufen und auf der Bühne immer sehr körperlich gewesen. Ende 2001 lernt Paul seine zukünftige Frau Erin kennen, mit der er heute drei Kinder hat. Doch während sich Pauls Leben zu beruhigen beginnt, nimmt Jeans Leben eine völlig neue Richtung. 2006 lassen Gene und seine Frau Shannon Fernsehkameras in ihr Haus, um eine Reality-Show namens Family Jewels zu drehen. Die Idee ist einfach. Nachdem ich 33 Jahre lang mehr Make-up und High Heels getragen habe als deine Mutter, werde ich den Tresor öffnen und dir mein Leben zeigen. Als Gene Family Jewels gemacht hat, war das schockierend, weil er so ein Alpha-Männchen ist. Total gegen die Ehe, ein Typ wie seine Dämonenfigur.
Nicht unbedingt ein Familienmensch. Not a family man. Der Übergang vom Rockstar zum Geschäftsmann und Familienvater war ein strategischer Marketingzug, den er in der Öffentlichkeit zeigte. Man kann nicht 28 Jahre lang zusammenleben, ohne auf ein paar Dinge zu stoßen, die nicht schön sind. Man bekommt alles zu sehen. Warzen. Hör auf, sie Warzen zu nennen. Das sind Menschen. Ich bin die Warze. Ja. Es ist witzig. Wenn man sich Gene Simmons ansieht, würde man wahrscheinlich nicht denken, dass er ein großer Familienmensch ist. Im Jahr 2011 kehrt Gene im Rahmen der Show in sein Geburtsland Israel zurück, um zu sehen, wo er herkommt und um mehr über das frühere Leben seiner Mutter herauszufinden. Sie hatte ihre Familie verloren und die Schrecken von 3 Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs überlebt. Diese Reise nach Israel war für ihn ein Moment, in dem sich ein Kreis schloss. Und er das Gefühl hatte, dass er endlich weitergehen und seine eigene Familie gründen konnte, ganz traditionell. Etwas, vor dem er viele, viele Jahre lang Angst gehabt hatte. Irgendwann muss man nach Hause gehen, den Ort finden, wo man herkommt, ihn mit seinem Herzen verbinden und versuchen, dem Ganzen einen Sinn und Frieden zu geben. Ich musste mich konfrontieren. Du weißt, dass ich arrogant, eingebildet und gestört bin. Nach Genes Besuch in Israel heiratet er Shannon Tweed. Ich war ein unreifes Arschloch. Ich war arrogant, egoistisch. 28 Jahre später, nachdem ich 2 Kinder großgezogen habe, die mit 22 und 19 Jahren perfekt sind, ist diese Shannon nicht mein Feind. Und nicht nur meine Geliebte, sondern die beste Freundin, die ich je gehabt habe. Ich liebe diese Frau verzweifelt. Und es ist die einzige Ehe, die ich je führen werde. Nach dem Austreiben ihrer Dämonen und mit neuen Musikern an ihrer Seite füllen die beiden ikonischen Frontmänner heute, 50 Jahre nach der Gründung von KISS, noch immer die Stadien. Sie befinden sich jetzt in der Abschiedsphase ihrer Tourneen. Gott segne sie. Gene ist 50 Jahre älter als damals, wo er anfing. Aber das Gesicht ist genau dasselbe. Das war einfach eine sehr gute Markenidee, ein anderes Gesicht aufzumalen, das niemals alt wird. Fans und Kritiker sind gleichermaßen erstaunt, dass die Partnerschaft von Gene und Paul ein halbes Jahrhundert überlebt hat. Wir gehen als Sieger vom Platz. So sehr wir das auch für immer machen möchten, wir werden es so lange machen, wie wir darin gut sein können. Nachdem sie weltweit über 100 Millionen Alben verkauft haben, werden KISS 2014 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Wenn du eine KISS-Show siehst, sagst du wow, wow, wow. Das ist alles, was du sagen kannst. Ich denke, es ist der Verdienst von Paul und Gene, dass sie die 70er, 80er und 90er Jahre überlebt haben und jetzt immer noch so stark sind. Man muss sich diesen Wunsch bewahren. Das Ergebnis ist eine spektakuläre Show, die keiner von ihnen allein zustande bringen konnte. Aber zusammen haben sie KISS zu dem gemacht, was es war. Ihre Bindung zueinander entstand durch die gemeinsame Erfahrung einer schwierigen Vergangenheit. Dieses Band zwischen ihnen war am Ende so stark, dass nichts ihren Glauben an sich selbst oder an den anderen erschüttern konnte. Gene Simmons ist in vielerlei Hinsicht ein sehr erfolgreicher Mann. Er hat den amerikanischen Traum verwirklicht. Gene war immer der Geschäftsmann und er war dabei schon ziemlich geradlinig. Er ist immer noch einer der witzigsten Typen, die ich kenne. Paul ist immer noch der nette Kerl, den ich 73 kennengelernt habe. Paul Stanley ist ein großartiger Songschreiber, ein großartiger Sänger und ein großartiger Showman. Einer der größten Frontmänner, die wir je im Rock'n'Roll hatten. Gemeinsam wurden sie zu einer übermächtigen Naturgewalt. Sie hatten beide die gleiche innere Entschlossenheit zu sagen: Das ist, was ich sein will. Das ist, wer ich sein werde. Und sie haben es geschafft. Das Duo hat sich sogar für ein weiteres Geschäftsprojekt zusammengetan und in ihre Restaurantkette Rock & Bruce investiert. Es ist nicht zu leugnen, dass sie sich der Marke verpflichtet fühlen. Nicht nur zur Musik, sondern zur Marke, die KISS ist. Das bahnbrechende Vermächtnis dieser beiden Frontmänner wird weiterleben.
Man kann nicht fast 50 Jahre lang mit derselben Person in einer Band zusammenarbeiten, wenn es keine tiefe, tiefe Bindung gibt. Sie haben einen Weg gefunden, trotz aller persönlichen und beruflichen Differenzen als Partner zu arbeiten. Und das ist bemerkenswert. Wir sind verdammt dankbar, dass wir so akzeptiert wurden und dass wir weiterhin das tun können, was wir gerne tun und was wir lieben. Also sentimental und stolz. Wenn es um Zuversicht und unsere Bewunderung für unsere Arbeitsmoral und unser Werk geht, sind wir unverblümt und kompromisslos. Wir sind großartig. Wir sind Legenden.